Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17.4. Mit einem kleinen Problem hier, guck mal. Hörst du es? Aber nichts passiert. Woran liegt das? Ganz einfach. Man sollte sich natürlich wieder an eine Stelle stellen, wo man auch weiterlaufen kann und nicht halb im Boden steckt, wenn man den Gottmodus anmacht, um einen Screenshot zu machen. Ne? Deswegen habe ich den hier gerade mal angemacht. Nicht wundern, wir machen das jetzt so natürlich wieder aus. Wir werden so nicht spielen, aber fand ich mal lustig zu zeigen, wenn man pennt, ne? Wie sieht's eigentlich bei uns jetzt aus? So, wir haben, oh Gott, hier ist alles voll. Stimmt, wir haben ja die AK und so gefunden. La, la, la. Wir gehen jetzt einfach da hinten gucken. Komm, wir gehen weiter gucken. Wir haben ja Tag 13, wir haben mit dir Dicke, wir haben ja Zeit, ne? Ohne Probleme. Da ist noch eine kleine Garage. Garage. Was für ein Game Stage haben wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. 91. Wow, wir sind bald bei 100. Bald bei 100. Dann knallt's. Dann könnten wir vielleicht auch nochmal... Oh, die Kiste, die ist einfach zu weit. Guck mal, wo wir jetzt sind. Da müssten wir da runter irgendwo. Da ist das hier auf der Mitte irgendwo. Da war das, ne? Hier? Irgendwie so. Ich glaube, hier war das. Genau, hier war das. Da. Und wir sind... zu weit weg. So, keine Lust da jetzt hinzulatschen. Guck mal einfach mal, was hier ist. Machen wir jetzt noch die Bude voll. Und dann geht's ab nach Hause. So, oh, Books. Das interessiert mich aber gerade nicht. Burgers und Shakes. Da ist wieder ein Fuzzi. Da ist ein... ja, auf dem Auto. Auf dem Auto, really? Sonst geht's dir gut, ne? So. Wir brauchen eh noch ein bisschen EP. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Dingens finden hier. Irgendeine Bude, wo wir vielleicht einen Messbecher rauskriegen. Dann müssen wir auch bald... Wo kommst du denn her? Dann müssen wir bald auch noch hier den Kruzibel craften, ne? Für Stahl und so weiter. Oh, Schnauze. Da ist wieder Dick Steiner. Oh Mann. Ich will nicht ins Schwanzcafé. Aber ein cooler Name für die Folge. Ich glaube, das machen wir jetzt auch direkt. Eindeutig, zweideutig. Machen wir mal so. Pass auf, das machen wir jetzt. Ist mir doch egal. So. Weg das Zeug. Aha. So. Was haben wir hier? Munchets Carpet. Store and more. Crack a book, schon wieder. Toys, Toys, Toys. Da ist ein... Hier kommt Verbranntes. Igitt. Da will ich nicht zu Fuß durchlaufen. Da ist ein Pass and Gas. Ach, nee, keine Zeit. Hier ist nur verbrannt. Da ist nichts mehr, ne? Wo geht's denn da hin? Da geht's wieder Richtung Kartenrand. Da will ich nicht hin. So, Mine. Lalalala, Nägel. Mal aufpassen, wo wir hintreten hier. Ah, eine Papierfabrik ist da. Mac Speck wieder. Liegen bleiben. Immer dieser Mac Speck. So, die kann uns egal sein. Oh, bitte keine Schlange. Butcher Pete. Auch gut zu wissen, juckt uns gerade auch nicht. Wir erkunden nur. Was hier so los ist. So, Mais hatten wir ja genug, ne? Kartoffeln auch, ist voll bis oben hin. Was ist das da? Seht ihr das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Lass schweben. Voll die Endzeitapokalypse hier, ne? Alles am Arsch. Nur Ruin. Keine Menschen mehr. Aber ein Kartoffelfeld. Sehr geil. Sehr geil. Wenn ich wüsste, dass die Pfeiler da nicht wegkommen, würde ich mir auch mal gerne auf so einem Ding hier eine Base bauen. Aber ich tippe mal ganz stark darauf, dass die einfach die Pfeiler weghauen und dann liegt alles unten. Das wäre natürlich blöd. So, wer ist hier? Da latscht doch schon einer drin rum. Ich habe es genau gesehen. Hier ist überall Matsche, weil sie in die Minen gerannt sind. Juhu! Schauen wir mal, welche 6 Schuss haben wir noch.
Uhu. Die Wauwies. Lol, die bauen hier voll die Leiter. Oha. Der Hund muss mal weg. Ah, ganz ruhig. Was macht der denn für Geräusche? Habe ich ja noch nie gehört. In your face. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn schon wieder die scheiß Schlange? Warum immer Schlangen hier? Wir sind im Schnee. Grauenvoll, das Vieh. Mauer voll. Jetzt nehmen wir wieder den hier. Es rein. Ja, genau. Hallo? Sind sie aus Stahl oder was? Was da hinten alles kommt. Da kommt der Lumberklaus. Da kommt auch noch einer angekrabbelt. Oder wollte. Sehr gut, weiter so. Daneben. So, darf ich mir jetzt den Loot holen? Toll. Zwei Maismehl, das hat sich gelohnt. Da kommt noch einer. Ach, du bist es! Nelson hier, ey, Mann. Oh, einmal, zweimal. Ach, ist das schön, wenn da keine Feralen bei sind. Immer der Reihe nach. Hat nicht, wir will nochmal. Jeder kriegt einen auf die Mappe. So. So. Geräusche. Da rennt noch einer. Ach, Schlange, wo bist du? Da unten. So, Ruhe. So, Abwechslung mal einfach gewesen. So. Gucken, ob der müsste eigentlich auch locker hier hochkommen. Was haben wir hier? Working Stiff. Was ist das? Ein Iron Breaker. Nehme ich gerne mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Jetzt erzählt er mir hier, ihm ist kalt. Mann, Mann, Mann. Eine Axt. Die kannst du direkt zerlegen. Eine Generatorbank. Die dritte mittlerweile. Was ist das hier? Arrow Rest. Was ist das? Accuracy of a Bow. Okay. Der rennt irgendwo da unten rum. Gucken, ob er hochkommt. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, steht er gleich hinter uns. Lass ihn mal da rumkloppen. Eigentlich sollte er das locker schaffen. Aber wer weiß. Vor allen Dingen, er stellt einen Tischtresor hier oben hin. Würde ich gerne mal wissen. Hey, lass den Turm stehen. Das Ganze für 7 Patronen. Yes. Das hat sich gelohnt. Ach, da ist noch einer. Brrrr. Eben. Bin hier. Ruhe im Karton. Geräusche, ey. So, sind hier jetzt noch irgendwo Hunde oder so? Jetzt mal alles durchgucken. Schicke Monitore. Nehme ich auch ein. Für meinen Rechner. Gerne. So, die sind alle offen. Kannst vergessen. Ach, Mann. Nee, danke, jetzt nicht. So, wie sieht's aus? Was ist hier drin? Nix. Hier. Nix. Weißt du? Schön. Hier hinten könnte noch was drin sein. Alles zerstört hier. Alles zerstört. Ah, da hinten ist es. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sich hier wieder unser Bett resettet hat, ne? Unser Schlafsack. Ist ja schon mal passiert. Einmal war der Gebietsblock nicht mehr aktiv.
Und das Bett war auch weg. Da ist noch ein Lumberclaus. Da sitzt wieder so ein gelber Punkt-Mitarbeiter hier. Der gelbe Sack. So. Ach nee, war das so mit. Fertig, können wir gebrauchen. Junge, mir geht's schon wieder gut. Hau ab. Brauchst gar nicht zu kreisen. Die Geier kreisen über euer erbärmlichen Burg, ne? Würde der Kalif jetzt sagen. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Gepflegte Runde Stronghold Crusader. So, als Klassiker im Stream. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß ja nicht, ob du es kennst oder ob du es auch liebst. Schreib es einfach mal in die Kommentare. Ich weiß, das gibt hier Knochen und so, ne? Aber ich lasse die Kollegen jetzt liegen. Totenruhe und so. Wir wollen die nicht stören. Take shelter! Nö. Jetzt noch nicht. Später. So. Sehr schön. Da haben wir auch noch was. Ich meine, so wirklich viel bringt es nicht, aber gratis nimmt man immer mit. Von daher, die haben wir jetzt schon wieder 271. Da sind auch noch ein paar. So, den einen können wir da lassen. Und der lässt uns jetzt nicht mehr in Frieden, ne, der blöde Geier. So, ich glaube, hier ist Ende. Gehen wir da hoch? Ah, wir gehen da hoch. Da dürfte Ende sein. Da geht es nur noch Richtung Kartenrand. Wenn er jetzt nicht schon kommt. Und irgendwas essen. Da ist noch ein Auto. Nein, da kommt er nicht. Okidokidoki. So. Dann gehen wir jetzt hier die Straße hoch und müssen langsam mal aus dem Schnee raus. Bevor der Herr sich noch einen dicken Zeh abfriert. Der Marley Bob hier. Oh, das ist wieder so eine große Scheune. Da könnten wir auch rein. Schauen wir hier. Das sieht mir nach einem Raketensilo sieht das aus, ne? Oder? Ne, eine Basis hier. Ein Militärstützpunkt. Ist auch schon wieder explodiert. Brauchst gar nicht so tun. Ich hab dich gesehen. Ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Danke. Yeah. So. Ah, oh, kloppt ihr da rum. Ist mir egal. Lass mich in Ruhe. So, und da hinten ist auch nichts. Ah. Dass die immer so einen Rabatz machen, weißt du? Haben eh nichts drauf. Oh, welch Zufall. Eine Schlange. Oh, blödes Kackvieh, ey. Hasse diese Schlangen. Sowas von ätzend. So, da ist wieder der Rocker vom Hocker. Ach, guck mal. Die kennen wir doch. Oh, ein Wauwau. Komm her. So, ich verkneife mir jetzt eine große Fresse, ne? Zip. Waren wir hier schon drin? Ah, da waren wir drin. Es geht jetzt nach Hause. Schluss. Aus, Ende. Nein, Pfoten weg. Auch noch Platz. Ein klitzekleines bisschen. Ach, guck mal, wer da schon wieder kommt. Da ist er schon wieder. Aber ja. Joe. Joe Garver? Zap. Machen wir auch noch nicht drin, ne? Machen wir jetzt aber auch nicht. Wir müssen nach Hause. Lalalala. Da müssen wir mal was weiterfahren und gucken, ob wir irgendwo noch einen Poppenpilz finden und so weiter. Wir müssen uns jetzt halt erstmal Motorrad zulegen, das geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Stunde hier beim Laufen. Aber vielleicht finden wir unterwegs noch XP auf zwei Beinen. Die wir immer gebrauchen können. So, ich glaube, wir können wir noch gar nicht, ne? Das Motorcycle, lass mal gucken. Mein, das fehlt noch. You can craft Motorcycles. Siehst du, wir brauchen einen Punkt. Okay, jetzt können wir es. Einmal ein Forge können wir auch, dann können wir gleich gucken, was wir für ein Crucible brauchen. Ich glaube nämlich, da brauchen wir 2000 Lehm oder so. Aber den haben wir ja auch schnell, wir haben ja schon beides auf 5.
Oh, da steht schon wieder so einer. Mit seinem verfilzten Bart. Ich will Wegzoll. Bring mir 5 Flaschen Negerkuss-Schnaps. Nix gibt's, außer einen aufs Maul. So. Weiter geht's. Es wird wieder kalt. Holz haben wir. 2000, das reicht locker. Das reicht locker. Die eine Kiste, die wir letzte Folge gebaut haben, die ist jetzt eh wieder weg. Bis oben in voll mit Müll. Instant. Ach ja, ist das schön. Ja. Ui, das macht richtig Schaden, wenn man den Kopf trifft. Das war ein Dingens hier, ne? Ein Ironbreaker. Jep, haben wir den hier drin? Lass mal gucken. Nö, da haben wir nichts drin. Sehr gut, dann gib mal her. Es gibt ja, glaube ich, mehr Eisen, ne? Kann das sein? Irgendwie so. Ach, da. Junge, komm her. Können wir gar nicht den Bogen modifizieren. So, pack rein. Abschließen. Bis der da ist, haben wir Weihnachten. Oh, wie wär's mit Pfeilen? Oh. Hui. Ja, genau, guck mal. Jetzt haben wir, kaum haben wir die Mob drin, schon treffen wir ihn am kleinen Finger, weißt du? Ja. So. Unglaublich. Unglaublich. Da können wir mal gucken, wer hier bei uns rumgelatscht ist und alles kaputt gehauen hat. Und ob der ganze Käse mittlerweile getrocknet ist. Das wäre ja schon mal von Vorteil. Den haben wir durchsucht. Okay. So. Sehr schön, sehr schön. Wir könnten ja eigentlich auch schon Blade Traps machen, ne? Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr hinkriegen. Da ist ja immer noch was nass. Warum ist da immer noch Beton nass? Vielleicht wegen Nebel und Regen und so. Das könnte eine Möglichkeit sein. Das könnte eine Möglichkeit sein. So, der ist auch noch nicht ganz fertig hier, ne? Nee. Der Boden hier muss noch geupgradet werden. Auf jeden Fall, das muss noch geupgradet werden. Aber das Wichtigste ist schon mal, ist schon geupgradet. So, gib mir mal den hier. Machen wir das noch gerade. Danke, danke. Der ist noch dran. Hier ist alles fertig. Der ist noch am Trocknen. Die sind noch am Trocknen. So, können wir hier noch ein bisschen machen. Den, den, den. Das, das und das. Yeah, wir sind 69. Wuhu! So. Guck, haben wir schon alles umsonst wieder gemacht hier. Weil wir das Zeug eingesammelt haben. Frag mich zwar, wie aus Zementsäcken eine Betonmischung kommen kann, aber egal. Es ist wie es ist. Finde ich gut. So, die können wir ja schon mal so aufwerten mit den ganzen. Die haben den echt kaputt gemacht hier, die Säcke. So, auch noch gucken. Slow Motion. So. Oh, wer hat denn da rumgehauen? Eigentlich sollten die da ja nicht drauf rumhauen, sondern nur durchlaufen, ne? So, gucken wir mal gerade, ob der hier irgendwo kaputt ist. Da zum Beispiel. So, alles so klitzeklein kaputt. Aber das geht noch. Ja. Ah, man überlebt's. Wir müssen das halt nur irgendwie schützen. So, dass, wenn der natürlich später bei Riesenhorden kaputt geht und die einfach durchlaufen, dann hast du ein Problem. Ja? Und da noch was, da noch was. Da haben sie ein paar Mal draufgehauen. Die Säcke, guck, die haben hier überall draufgehauen. Und da. Immer so im Vorbeigehen mal draufgeschlagen, ne? Wetten wir? Irgendwie so haben die das gemacht. Da waren sie dran. Ich glaube, langsam reicht's, ne? Bisschen sind gar nicht gekommen, ne?
Nee, ach komm, die gehen so schnell weg. Wir tun jetzt alles aufwerten hier. Die Horde wollen wir ja noch so machen. Und nach der Horde an Tag 14 fangen wir dann an, auch nach unten zu buddeln. Und da noch ein bisschen weiter zu machen. So. Juhu! Was willst du denn mit Betonmischung? Ah, da ist was. Oh, die sind doch ganz schön weit gekommen, du. Nix, nix, nix. Sind die wenigstens noch zu was nütze hier, die Steinchen. So. Sieht doch schick aus. Sehr gut. Lass mich durch. Ich bin so langsam. Aua! Was soll das? Oh, hier auch noch alles dicht. Wir haben ja eh genug, oder? 200 haben wir noch. Mal gucken, wie wir weiterkommen. Egal. Alles abdichten hier. Nicht, dass sie irgendwo auf die Idee kommen, sich runterzubuddeln und hier hochzubuddeln oder so. Ich weiß es ja nicht. Auf was für kranke Ideen die kommen. Unsere Zombies hier. So, und ist bald kaputt, ey. Geht auch nicht mehr viel. Na, schaffen wir das noch? Ich bin mal gespannt. Jetzt noch hier. Wunderbar. Hier noch irgendwas? Ne, jetzt sind noch normale Steine hier. Da auch, das muss noch aufgewertet werden. Das muss noch aufgewertet werden. Aber so langsam geht's. Es sollte jetzt eigentlich langsam reichen. Ich glaube, ich werde das auch nochmal die beiden hier so breit machen. Und hinten, dass wir hier nur so einen Viererblock haben, wo wir raus können. Dass das noch fetter ist, dass sich das absolut nicht lohnt, hier durchboxen zu wollen. Weil die ja viel zu lange beschäftigt sind. So. Auf geht's. Zum fröhlichen Beinbrechen. Growing. Growing. Sehr schön, sehr schön. Da brauchen wir noch ein paar. Die Pilze wachsen auch. Dann können wir langsam mal anfangen, hier die Ecke zu machen und so. Oh, wir werden noch so viel zu bauen haben. Wir werden noch so viel zu bauen haben. Da sind schon wieder 246. Aber dann können wir jetzt mal die kaputt machen. Hallo. Ich will die zerlegen. So. Ach, da ist was drin? Tatsache, da ist auch ein Ironbreaker drin. Okay. Abschließen. So, jetzt kaputt. Schrotflinte haben wir eine 5er. Kaputt. AK behalte ich. Jagdgewehr behalte ich. Kaputt. So. Haben wir hier nicht das... Ah, guck, da ist das Scope drin. Sehr gut. Ironbreaker kann auf Seite... Den Vorschlag haben wir behalten, wir mal... Pistole behalten wir. Oh, jetzt haben wir sogar schon eine zweite auf 5. Eigentlich brauchen wir das nicht, ne? Sellpreis 195 und hier 398. Warum? Ach, weil da der Red Remover drin ist, okay. Mhm. 8 Schuss. Woher auch immer. Was ist das hier? Bandolier. To craft high-tech modifications to weapons and armor requires science 3. Okay. Heißt Kiste. Haben wir ja Platz, ne? Wir haben ja Platz. Auch nicht ewig, wenn ich das so sehe. Oh, alles rein da. Weg damit. Schon wieder 150 Fleisch gesammelt. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Wohin? So, da ist der Clay drin. Da ist noch Zement drin. Das heißt, wir könnten noch ein bisschen Zement machen hier. Beziehungsweise Betonmischung. 600 derer. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir für den Crucible brauchen. Crucible. So, und dafür brauchen wir 900 lehmige Erde, 1200 kleine Steine, Mechanical Parts und geschmiedetes Eisen. Da müssen wir bald auch mal wieder Neues machen. So, wo sind die Mechanical Parts? Haben wir auch noch irgendwo rumfliegen? Da haben wir sie doch schon. Siehste. Wie sieht's aus? Mechanical Parts haben wir, Eisen auch. Also müssen wir nur gerade ein paar Steine holen.
Das werden wir ja wohl hinkriegen. Eier, Eier, Eier. So, wie viel Schinkenspeck können wir machen? Erstmal gar nichts. Stühle holen zum Befeuern. Danke. So, rein da. Ja, auch so, mir egal. Schinkenspeck mit Ei. Alles voll machen, 6 Stück. Ei kann wieder hier hin. Fleisch kann wieder da. Hey, wohin mit dem Zeug? Guck dir das an. Hey, ich renn hier rum wie Rambo. Original. So, und der kann wieder hier rein. Da müssen wir auch noch ein paar Holzrahmen. Nein. So, machen wir an. Bitte schön, dann kann dann der rein. Hier kann die Hälfte wieder rein. So. Man kann das da brutzeln. Was ist hier oben drin? Stone. Stone. Da könnte dann... So, einschalten. Zement machen bitte. Zusammen. Zusammen. Das heißt, meine Damen und Herren, wir dürfen Steine hacken. Die brauchen wir für den Crucible. Juhu. Aber ist ja nicht so schlimm, dann machen wir hier unseren Berg mal weg. Ja. Kriegen wir ja ganz gut raus. Ist ja eh heute eine Kunterbunt-Folge. So. Machen wir das Ding nur gerade weg hier. Sollten wir eigentlich genug haben. Mehr als genug. You are cold. Take shelter. Or equip a torch. Nö, jetzt nicht. Außerdem stehe ich hier im Grünen, ja? Weiß nicht, warum dir kalt ist. Du Pfeife. Müssen wir mal gucken, wie viel wir noch brauchen für die, für die Autoturrets. Sollte ich ja auch 2 bauen. Da hochstellen können wir jetzt eigentlich gerade mal. Alter, das gibt EP, ne? Das gibt EP. Lass mal gerade gucken. War bestimmt hier, ne? Electric Fences und Blade Traps, Rocket Launcher und Nailgun. Autoturrets, hier unten. Level 100? Ja, nee, ist klar. Und wir sind, welches Level sind wir? Und Intellekt auf 10. Super. Den kann ich mir gar nicht kaufen. 4 Punkte, sind die bescheuert? Wir sind 69, das dauert eh noch. Okay, also mit Autoturrets dürften wir erstmal nicht rechnen. Es sei denn, wir leveln jetzt wie die Blöden. So. Aha, wir brauchen auch schon wieder Steine für die Betonmischung dann gleich. Weg. Ist das spannend? Ist das spannend? Aber egal. Gehört dazu. So muss das sein. Irgendwie merke ich gerade, ich laber immer dasselbe, wenn ich hier Steine klopfe oder so. Immer wieder. So. Hat der da etwa nachgehauen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich höre da doch irgendwen irgendwo. Kannst mir erzählen, was du willst. So. Oh ja, Flaggy Flaxon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das noch weg hier. Nix. Absolut nix. Wie viele haben wir? 2800. Ja, komm, den Mauer noch weg und dann gehen wir das Ding bauen. Das sollte eigentlich reichen. So. Also sonst nichts zu tun. App.
Sehr schön, machen wir auf. Hier ist warm, hier drin. Brauchst du dich nicht aufregen. So, der Crucible, bitte. Fertigen Sie jetzt, jawohl. 11 Minuten, ist klar. Warte. Hab's genau gehört. Wo ist die Alte? Komm, kriegst einen mit der blauen Elise. Das ist eine normale. Das ist eine normale. Ich dachte, das wäre eine Schreitante. Geht einfach so. Das ist kein Problem. Ich dachte, das wäre eine Schreierin gewesen. Na dann. Da hinten läuft noch eine rum. Juhu. EP. Komm. Komm. Ah. Voll ein Danüsser, wenn du welche hättest. Oh. Könnten auch schon mal anfangen, hier irgendwie so Aloe Vera und so anzupflanzen. Das hätte auch was. Ja, die sind alle noch Growing. Gibt's Growing. So, das ist getrocknet. Sehr schön. Das heißt, ah, genau, wir wollten ja Dingens machen hier. Eisen. Geschmiedetes Eisen wollten wir machen. So. Wie viel können wir machen? 259. Sehr gut. Wir haben ja fast nichts mehr. Das heißt, der Clay ist auch leer. Brasslied und so weiter und so fort. Haben nur noch 47 Stahlgerüste. Das ist mir auch neu. Hier unten haben wir noch 1000 Pflastersteine. Okay. Okay. Naja, was soll's. So. Einmal gucken. Alles getrocknet hier. Jetzt fehlt hier echt noch ein Block, der nicht getrocknet ist. Ansonsten fertig. Da drinnen sind wir so. Hier ist nur ein feuchter. Hier oben sind noch ein paar. Also viel braucht man nicht mehr hier dran. Dann ist das Ding fertig. Können wir, wie gesagt, uns an die Mauer machen. So. Dann so breit werden sollte. Erstmal ist natürlich hier die erste Reihe wichtig, dass komplett zu ist. Und dann müssen wir sehen. So, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, euer Ede.